Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay und dieses Mal Tier 10 Montana und Andy aka, oh jetzt wird's schwierig, Quabledanam. Quabledanam. Doch, das ist es doch. Das müsste es heißen. Okay, das ist schwierig, ich werde dich Andy nennen. Sorry, das wird kompliziert. Die Mail blende ich euch nicht ein, die Mail ist ein Einzeiler, in dem er sagt, dass er ungern spoilert und das finde ich auch gut so. Dabei sind einmal die Captain Skills und die sind interessant. Schaut sie euch an. Das ist da und die Module sind auch interessant. Das erzähle ich euch aber einfach so. Das ist auch nochmal Concealment und Schadensvermeidung. Von daher, das ist eine auf Concealment und RPF geskillte Montana. Und das habe ich noch nie gesehen. Ja, ihr seht es richtig. RPF mit 13,4 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Die Geschichte dazu wäre interessant. Das würde mich echt wundern. Und natürlich auch Schadensvermeidung. Also minus 15% bei den Kapitänskills. Das bedeutet, wir haben hier eine sehr auf Überleben getrimmte Montana. Und wenn ich den Skill des Kapitäns so sehe, dann würde ich behaupten, das ist eine Nahkampf-Montana. Also man fährt ran auf ziemlich nah 13,4 und ballert dann den Kreuzer raus. RPF zeigt mir an, wo denn der DD ist, denn meistens ist der DD ja hier. Und deswegen müsste das eine Montana sein, die auf jeden Fall in mittlerer Distanz kämpft und nicht quasi sniped. Denn wenn sie sniped, braucht sie kein Concealment und auch kein RPF. Deswegen bin ich extremst gespannt. Ich habe das Spiel oder das Gefecht ausgewählt aufgrund der Montana. Die R10 war schon länger nicht mehr dabei jetzt in den Gefechten. Wir haben jetzt immer Mid- und 6er-Gefechte und 8er-Gefechte haben wir gesehen. Deshalb wird es mal wieder Zeit für einen 10er, für die Königsklasse. Zwar seht ihr die in letzter Zeit immer in meinen Klanggefechten, aber das ist immer nur Moskwa oder Gearing. Und andere Schiffe darf ich nicht spielen. Und ich habe auch nur noch die Hindenburg dazu und Schlachtschiffe darf ich auch nicht spielen. Vielleicht schaffe ich es mal und kann ein Schlachtschiff spielen. Muss mal mit Schalke darüber reden. Zumindest für ein, zwei Gefechte. Wäre mal interessant für mich. Konzentrieren wir uns aber nun auf das Gefecht hier. Ist natürlich ein 10er, wobei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nicht 10er. Also ich würde sagen halb-halb. Halb-halb und auch beim Gegner. Wir haben Gearing-Schimakase Yugumo, das wird ein bisschen gefährlich. Er fährt jetzt hier nach vorne. Sehr interessant. C wird nämlich nicht sehr priorisiert von seinem Team und ist hier einer der wenigen, die hier überhaupt offen sind. Die Shima ist nicht offen, war nur ganz kurz offen. Oh, und hat jetzt von der Monty was gefressen. Das ist bitter. Und auch eine Dimitri Dons könnte eine Iowa fahren auf diese Seite, während er hier alleine mit einer Monarch ist, die nicht viel fressen kann und deswegen wahrscheinlich weit weg ist. Hinten eine Hindenburg auf Reichweite gespielt und die Yamato muss ja mit ihren 26,6 Kilometern für ihre Reichweite nutzen. Das ist einfach jämmerlich. Ah, EW666, Dürrwarf. Okay, da hat vorhin was gepinkt. Keine Ahnung, ich hoffe mal nicht damit gemeint, dass die Leute weiter nach vorne fahren sollen. Interessant ist, wir haben auch eine Graf Zeppelin Test 1 da und eine Lexington 8. Ich weiß nicht, was das momentane Modul der Zusammensetzung der Graf Zeppelin Test 1 ist. Müsste ich mich jetzt umdrehen, mache aber nicht. Und ja, setze ich die Relle auf die Montana wahrscheinlich. Hat hier leider ein Torpedo gefressen von Gearing, 10.000 Schaden. Hätte schlimmer kommen können, hätte andere Schimakase sein können, aber die ist hoffentlich nicht hier. Die ist nämlich schon raus. Sehr gut, die wurde nämlich in, ich habe es gerade erst gesehen, als ich es gesagt habe, E3 besiegt oder rausgenommen. Und die Gearing schießt jetzt auch in Dauerfeuer. Das ist die Gearing. Die Dimitri, oder? Ne, die Gearing ist links reingefahren Richtung B. Das zeigt zumindest das RPF an. Dann war das die Dimitri Donskoy mit Hai. Oder ist vielleicht auch die Hindenburg dahin gefahren. Wir werden es in Kürze sehen. Das ist nämlich ein gefährliches Spiel, das Andy hier spielt. Das waren Dreier. Drei auf einmal. Das kann, ist auf jeden Fall. Ja, jetzt ist nur noch die Dimitri Donskoy, weil die hat nämlich auch 4x3, 180er. Die Hindenburg hat auch 4x3, aber das sind dann 203er. Oder 203er. Ich denke immer nur, es sind 203er im Spiel, aber es sind auch andere Kaliber im Spiel. Da muss ich besser aufpassen. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Bin immer wieder, glaube ich, hängen. Auf, das tut weh. Hängen auf Japan, Amerikan, Seite 2015. So, das war's. Da gab es auch nur zwei, drei unterschiedliche Kaliber. Aber momentan gibt es so viele Zwischenkaliber, das ist richtig arm. Aber einfach in die Kommentare schreiben, wenn ich daneben liege oder wieder was falsch daherplappere. Das ist das Allerbeste. Und jetzt dreht Andy auch um. Denn natürlich eine Hindenburg, die macht richtig schweren Schaden, vor allem mit ihrer AP. Die Chance, die Gearing rauszunehmen, wobei bei 200, nein, das zahlt sich nicht aus.
Das zahlt sich nicht aus. Das war eine vergeudete Salve, meiner Meinung nach. Da hätte ich lieber 2 Sekunden gewartet und hätte hier jetzt die Yugumo mit der ganzen Salve ein- oder rausgenommen. Denn das war jetzt nur auf den Krill geschossen. Gut für die eigenen Punkte, aber für den Schaden jetzt nicht unbedingt. Da nochmal 3000, da hätte es mehr gebracht. Denn 200, das ist ein Fünftel Granate-Durchschlag, wenn es überhaupt. Also von einer Granate. Alles andere, was mehr trifft, ist sowieso für den Arsch. Und das waren dann doch 6. Das macht sich einfach nicht bezahlt. Hindenburg steht nicht schlecht. Gefährlicher Gegner, wollte ich vorher noch sagen. Die AP hauen richtig durch. Die Haie machen auch relativ guten Schaden. 4x3, man kommt fast auf 20 Kilometer oder 20,2. Aber spielt mit eurer Hindenburg nicht auf Reichweite. Das tut mir doch im Herz weh. Eine so gute AP-Maschine auf Reichweite spielen. Ist wahrscheinlich für den Schaden besser, aber kommt schon, dafür habt ihr andere Schiffe. Ich weiß, ich sag das immer wieder. Spielt die Schiffe nicht gleich wie im Einheitspreis. Gilt nicht jedes Schiff gleich. Habt Mut! Zum anders killen, zum anders fahren. Nehmt euch Andy als Beispiel. Der zeigt Mut, Doppelconcealment mit RPF. Doppelconcealment werden viele sagen, ist ein Muss auf der Monty. Spiele ich zum Beispiel auch nicht. Ich fahre mit normalem Concealment oder einem Concealment und fahre sie auf Anti-Air, weil sie bei mir eine Rolle hat. Bei Andy hat sie die Rolle mit RPF ein bisschen weiter reinzufahren. Und das macht das interessant. Das macht das Replay interessant und das Spiel und den Gegner unvorhersehbar. Und das ist gut. Natürlich wird sie wahrscheinlich anders, ein bisschen besser performen. Aber es kommt auf die Momente an. Es kommt auf die Highlights an. Wenn man ins Casino geht, erinnert man sich auch nicht an die 1000 gleichen Pokerspiele, die man absolviert hat. Und die 1000 selben Hände, die man nach Statistik gespielt und gewonnen hat. Es sind die Mega-Showdowns, die an in Erinnerung bleiben. Wie man mit einer schwacheren Hand durch bessere Spielen gewonnen hat. Entgegen jeglicher Statistik, die besagt, dass man eigentlich verlieren hätte müssen. Natürlich, auf die Dauer ist es hier wie im Casino, wird man mit der Standard- oder der Statistik besten Skillung und Spielweise den meisten Schaden erzielen. Aber hier ist es Gott sei Dank nicht so wichtig, wie im Casino viel Geld zu gewinnen oder immer zu gewinnen, denn hier verliert man nichts, nur den Spielspaß, wenn man den Einheitspreis spielt. Oh, die Iowa steht schön, aber die ist zu langsam. Die wird da nicht reinfahren. Leider. Die hat ein bisschen gebremst, aber es war zu weit nach vorne gezielt. Nachträglich fällt mir das nicht mehr ein. Habe nicht so gut drauf geachtet. Aber die Dimitri Donskaya, die könnte raus. Besser aber noch wäre es hier, die Iowa zu beschießen. Die zeigt echt Breitseite. Und die steht jetzt quasi. Schieß nicht auf die Donskaya. Du willst der Monarch helfen, aber die schafft das. Die steht besser. Schieß auf die Iowa. Die kriegst du noch. Und ansonsten... Ansonsten nicht Vollgas geben. Mit die halbe Batterie. Oh, das ist gut. Nein, zu weit. Komm her. Ah, jetzt gibt es wieder Vollgas. Ein bisschen tiefer noch. Aber die 17,2 Kilometer, die wird sie noch überbrücken können. Hier die Granaten, um die Iowa gut zu treffen. Bitte. Die muss bestraft werden, dass es beschissen steht. Ibir. Ah, 5000. Ich wollte doch Zitas sehen. Und das ist... Ah, warum Wargaming hast du die Zitadellen gesenkt? Jetzt nicht unbedingt bei der Iowa, aber bei der Montana. Die Montana da oben in E8 steht nämlich auch mega Breitseite und wird nicht gesehen. Und der Flugzeugträger fliegt wirklich die Montana an. Oh ja. Zita. Das ist gut. Oh Gott, das muss ich rausschneiden, dieses hohe. Da ist es mit mir durchgegangen. Nein, aber jetzt nicht auf die Montana schießen. Nimm die 20.000 der Iowa, die heilt sich doch hoch. Ich hasse übrigens, auf Montanas zu schießen. Bitte. Ja, die dreht ab. Und die Zitas sind so nieder. Nein, das wird nichts. Nein, schade. Nein, die Iowa, die wäre es gewesen. Die wäre noch breit gewesen. Also nicht breit gewesen wie Stone, sondern die wäre noch... Die stand noch breiter. Aber ja, es sind noch 4 Flugzeuge abgeschossen worden. Muss man auch mal so sehen. Das von Amonti, durch dämlich im 8er Flugzeugträger eine Montana Tier 10 anzufahren. Vor allem eine Montana. Ich mit meiner Montana hätte das gesamte Squad rasiert. Also ohne Probleme. Aber das sind dann wieder... Das ist doch auch ziemlich weit, oder? Schwierig einzuschätzen hier im Zufalls... hier im Replay sieht man nicht die Striche und die Zahlen, aber... Das dünkt. Man hätte auch ein bisschen weniger weit ziehen können, aber es kommt gut. Ja, das war perfekt. Sehr gut. Dann vergesst, was ich gesagt habe. Aber was sollte ich vorher sagen? Genau, das schreit dann wieder nach einem Forum-Strap. Anti-Air viel zu stark bei Schiffen. Und da fliegt der Flugzeugträger mit dem Tier 8 Flugzeugen hier eine Montana an. Das schreibt er natürlich nicht dazu. Da kommt dann nur das Geweine und da wird viel bestätigt, weil die Flugzeugträger haben schon schwer. Die Wirtschaft ist broken, das stimmt, aber beim Schaden ist immer genug drin. Man muss nur ein bisschen Grips in der Birne haben.
So, Hindenburg, ja, war nicht die beste Wahl. Lexington ist jetzt natürlich besser. Und auch die Monty fährt wieder in einem schönen Winkel, den man ausnutzen könnte. Wie gesagt, wenn nicht die Zitadelle so wäre, wie sie ist. Ja gut, jetzt fährt sie weg. Ich schieße am liebsten in die Aufbauten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich mache lieber konstant weniger Schaden als einmal alle 10 Salben eine Zitadelle mit Glück. Das ist einfach nicht vorherzusehen. Aber was vorherzusehen ist, ist da die Hindenburg zu treffen. Aber man muss sagen, er hat ein gutes Auge. Er muss, braucht nicht lange. Einfach bam bam und dann Schuss und das war's. Und er hat auch ein sehr gutes RNG gerade. Wie gesagt, da hagelt's nur zu Tirellen. Das ist nichts. Da möchte ich das nicht so nochmal hervorheben. Das ist nicht normal. Das ist nicht immer so. Ansonsten würde was geändert werden, natürlich. Also 5, 6 Zitadellen oder viele Zitadellen hintereinander, das ist RNG, ein Glücksspiel. Jeder kennt die Spiele. Ich hatte auf einer Yamato mal 12 Zitadellen in einem Spiel. Leider muss ich traurigerweise dazu erwähnen, dass das nicht mein Highlight-Spiel war, also nicht das, wo ich am meisten Schaden gemacht habe. Denn manche Zitadellen waren einfach nur 2000 wert, weil kurz davor eine Salve eines befreundeten Divisionskollegen den Großteil der HP weggemacht hat. Naja, egal. Oh, was war da? Was ist da los? Wo sind die Granaten hingegangen auf 7,8 Kilometer? Das war ja jetzt mal richtig übel. Die wurden verschluckt oder was? Die hat das Meer genommen und nie wieder zurückgegeben. Ja, hier, das wird... Normalerweise wird das wenig Schaden machen. Kommt jetzt drauf an. Streuung, kommt's rauf in die... Ja, macht wenig Schaden. Kommt's rauf in die Superstructure, das waren halt 3 Durchschläge. Aber wenn sie so fährt, gibt's normalerweise nicht viel. Zahlt sich natürlich trotzdem aus mit 6500 Schaden, die frisch rauszunehmen, die fresh rauszunehmen. Die macht ja auch wieder Schaden. Hier 2,7, 4,4, sehr gut, da ist sie geplatzt. Tirpitz wird jetzt auch Breitseite zeigen. Achtung vor den Torpedos. Aber die Lexington ist natürlich das saftigere Ziel. Hier könntest du durchaus Zitadellen hageln, bei der Tirpitz eher weniger, aber schwerer Schaden, wie gesagt. Torpedos von, oh, links, na gut. Und aufpassen. Flugzeug ist raus. Okay, das ist interessant. Wegen den Torpedos. Ja, Zitadellen, wie angesagt, auf die Lexington. Und 2. Und jetzt sind es nur noch 9700. Die müsste man jetzt einfach finishen. Damit ja die Flugzeuge weg sind. Aber die Tirpitz kann man natürlich theoretisch auch finishen. Vor allem, wenn sie so fährt. Der zieht schön hoch in die Superstructure. Kommen sie? Ja, 11.000. Sehr gut. Sehr gut, dann noch eine Salve, dann ist die Tirpitz raus. Das ist natürlich die größere Gefahr für die Montana. Deswegen hat er sich gut entschieden. Für die Shimakaze ist es natürlich der Flugzeugträger. Aber der Flugzeugträger war schon unterwegs und die Flugzeuge bleiben ja da. Selbst wenn der Flugzeugträger raus ist. Jetzt müsste er aber wirklich konstant dabei bleiben. Und die Tirpitz rausnehmen. Sieht aus, als wäre es zu hoch. Die Tirpitz ist raus, ist nicht, jetzt ist sie raus. Sehr gut, da hat es jemand anderes gemacht. Wahrscheinlich hat er darauf abgezielt, dass Missouri, Udala und Shimakaze die restlichen 9000 ja schon erledigen können. Bin ich gespannt. Das hat ausgesehen, als wäre es zu hoch. Ja, das war auch zu hoch. Gut, dann habe ich nicht nur einen Knick in der Optik, das war wirklich zu hoch. Könnte ja sein, wie gesagt, vorher habe ich auch geglaubt, das geht daneben. Dann hätte ich mir mal meine Hornhaut putzen schrubben müssen. Ja, und das war's. Das Gefecht ist zu Ende. Noch die 9780 vom Flugzeugträger abstauben, dann werden wir über 200.000 Schaden. Das ist enorm. Und, ja, die sehen nicht schlecht aus. Er bremst ab. Die sehen echt nicht schlecht aus. Zumindest die vorderen hier. Ja. Großkaliber auch noch bekommen. Sehr gut. Natürlich 202.000 Schaden mit 11.000 XP. Das ist natürlich eine Leistung, hinter der man sich nicht verstecken muss, mit Platz 1 3 Schiffe versenkt, natürlich 5 Flugzeuge. Ich glaube, beim ersten Mal hat er es dann gelernt, der Flugzeugträger, und 2455 Basic Space sind fast 500 Punkte mehr als die Nummer 2, und das wäre hier die Graf Zeppelin mit 1923. Und da sieht man es wieder klar, es ist natürlich, wenn man ein guter Spieler ist, einfacher hier mit Flugzeugträgern gut zu agieren, vor allem auch, wenn man vom Team unterstützt wird. Ich möchte gerne wissen, wie viele Graf Zeppelin an Schaden gemacht hat, um auf diese Basic Speed zu kommen. Das muss dann doch einiges gewesen sein. Das bedeutet, sie hat die Gelegenheit dazu gehabt. Der gegnerische Flugzeugträger war vielleicht jetzt nicht einer, der unbedingt Ahnung von gehabt hat. Wie gesagt, man fliegt keine Montana an.
Das ist... Nein, das macht man nicht. Unser verursachter Schaden von 202 ist ausschließlich mit der Hauptartbatterie und panzerbrechenden Granaten gemacht worden. Sekundärbatterie hat zwar 10 Mal geschossen, basierend auf die Tierbits, die zuletzt noch übrig war, hat es aber nicht mehr geschafft, da Schaden anzubringen. Und die Sekundäre der Montana ist jetzt nicht dafür bekannt, die beste Sekundäre im Spiel zu sein, aber ich sage euch eins, wenn ihr die bis zum geht nicht mehr pusht, dann kommt sie auf 9,2, glaube ich. Und da kann man auch mit ihr arbeiten. Sie ist nicht so schlecht wie ihr Ruf, weil sie nie verwendet wird, wissen es aber die wenigen. 312.000 Credits ist die Belohnung für ein derart gutes Spiel. Und ich finde, das ist vollkommen gerechtfertigt. Wäre auch mehr eigentlich gerechtfertigt. Bei 200.000 Schaden könnte es dann durchaus auch eine 500.000 sein. Es hat seinen guten Grund, warum der Durchschnittsschaden von der Montana bei 90.000 liegt. Nämlich ist sie nicht so einfach zu spielen, je nach Gegner, die man hat. Und man kommt nicht immer auf 200.000 Schaden und das könnte dann durchaus besser entlohnt werden. Was haltet ihr von diesem Spiel? Was denkt ihr über RPF? Und Andi, schreib mir doch in die Kommentare, was du dir dabei gedacht hast. Das würde mich wirklich interessieren. RPF auf einem Schlachtschiff sieht man wirklich nicht alle Tage. Hat das vielleicht den Hintergrund der Klanggefechte einmal testen zum Umskillen und dann vergessen wieder rauszunehmen? Oder ist das pure Absicht? Ich danke euch fürs Zusehen, ich danke euch allen fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Replay, im nächsten Gefecht, beim Infovideo oder bei sonst irgendeinem Scheiß, den ich wieder reinstelle. Ciao.